Ohne Pumpe kein Espresso. Deshalb schauen wir uns in diesem Video drei verschiedene Pumpenmodelle an. Das Funktionsprinzip, die Lautstärke, was sie auszeichnet, all das in diesem Video. Wir sind zurück bei den Kaffeemachern in unserer Kaffeeschule hier in Münchenstein bei Basel und sprechen über Kaffeepumpen. Und drei davon haben wir hier heute auf dem Tisch. Eine Vibrationspumpe, eine Rotationspumpe und eine Zahnradpumpe. Und bevor wir in die Tiefe gehen, machen wir eine ganz kurze Einordnung. Diese drei Pumpen, Michel, was zeichnet sie aus? Hört mal hin. Das war eine Vibrationspumpe. Vibrationspumpen werden grundsätzlich eher im günstigen Bereich eingebaut, das heißt bei diversen Thermoblockmaschinen, bei Zweikreisermaschinen eher im günstigeren Bereich und sind etwas lauter. Als nächstes die Rotationspumpe. Achtung! Deutlich leiser, auch etwas schnurrender. Auch ein anderes Pumpenprinzip. Völlig anderes Pumpenprinzip. Hat einen sehr großen Motor, der die Leistung aufbaut, hat vorne den Pumpenkopf, den wir auch hier auf dem Tisch sehen, viel leiser, viel robuster, viel leistungsfähiger. Und als drittes die Zahnradpumpe. Genau, die baut ein effektives Druckprofil auf. Das ist wirklich die Pumpe, wo ihr ein Druckprofil eingeben könnt und die macht das dann wirklich so auch, wie man sich das vorstellt, 1, 2, 3 Bar und dann geht es hoch auf 9 oder was auch immer. Hört nochmal hin, die drei Pumpen hintereinander. Vibrationspumpe, Rotationspumpe, Zahnradpumpe. So, und jetzt gehen wir rein. Die Vibrationspumpe ist so oft zu finden, gibt es auch noch in unterschiedlichsten Varianten, weil mit Expansionsventil und ohne Expansionsventil. Was das genau bedeutet, erklärt uns jetzt der Michel. Fangen wir mit der Extraktion an. Wie unterscheidet sich die Extraktion der Vibrationspumpe zu einer Rotationspumpe? Rein schon von der Funktionsweise, das ist übrigens das typische Beispiel einer Vibrationspumpe vom bekanntesten und größten Hersteller und auch Erfinder der Vibrationspumpe, die Firma Ulka. Und wir haben da einen Druckaufbau. Die Pumpe kann nicht sofort die volle Leistung an Druck aufbauen. Das dauert immer so etwa so lange, bis die ersten Tropfen kommen. Also wenn man ein Getränkeverhältnis von 1 zu 2,5 hat, dauert das so 7, 8 Sekunden. Und dann bin ich voll bei den 9 Bar, die eingestellt sind. Das aber immer halt abhängig davon, wie ist sie verbaut, ob mit oder Expansionsventil. Das heißt, wir haben so eine Phase, da wird der Kaffee erstmal wie ein bisschen angefeuchtet und kann sich dann auch etwas ausdehnen. Wir haben grundsätzlich einfacher gute Extraktion bzw. diese Art von Druckaufbau, die kompensiert auch vielleicht den ein oder anderen Vorbereitungsfehler. Denn bei der nächsten Pumpe, über die wir dann gleich sprechen, bei der Rotationspumpe, da ist der Druck sofort drauf und wenn da nicht das ganz gut vorbereitet ist, hat man da auch relativ viel Kanalbildungsgefahr. Relativ günstig? Ja. Kostet im Verkauf irgendwo, gibt es schon ab 20 Euro. Normalerweise, jetzt die hier stehen, sind wir irgendwie bei knapp 50 Franken, also so 40 Euro. In dem Modell, was jetzt da liegt, was meistens verbaut wird, haben wir eine Leistung von etwa 16 Bar angegeben, die die Pumpe effektiv leisten würde. Wie funktioniert jetzt also diese kleine Pumpe? Was zeichnet sie aus? Was kann sie vielleicht auch nicht? Die Pumpe hat einen wechselstrombetriebenen Elektromagneten und dieser erzeugt ein Magnetfeld gegenüber einer Feder. Und durch diese Vibration erzeugen wir den Druck und auch so dauert es halt einfach länger, bis wir diesen Druck haben. Und jetzt haben wir zwei grundsätzliche Unterschiede, wie diese Pumpe verbaut wird. Nämlich die erste, die günstigere Version ohne Expansionsventil. Wenn wir diese Version drin haben, dann haben wir oftmals einen vollen Druckaufbau auf den Thermoblock oder dann direkt halt auf die Brühgruppe nach dem Thermoblock bzw. dem Boiler. Das bedeutet, wir brühen meist im Espresso-Bereich irgendwo mit 10, 11, 12 Bar, hat oftmals vorne drauf ein Manometer, was diesen Brühdruck auch anzeigt. Und wir steuern diesen Druck mit unserem Mahlgrad.
Das heißt, wenn ihr etwas gröber malt, dann habt ihr oftmals etwas weniger Druck, so 6, 7, 8 Bar im Kaffee-Creme-Bereich vielleicht. Und wenn ihr einen Ristretto brühen würdet, also sehr, sehr fein malt, sehr, sehr viel Widerstand erzeugt, seid ihr vielleicht schnell bei 13 Bar. Aber die Pumpe an sich selbst, die ist einfach eingestellt auf einen Grundwert, die liefert 15 Bar, ja, die sich dann aber äußern am Moment des Widerstandes. Richtig. Und der, wie ihr alle wisst, definiert sich am Mahlgrad, an der Mahlgradfeinheit oder Grobheit, beziehungsweise ja, wie dicht das Pulver da im Siebträger sitzt. Genau. Nun ist das der Fall, den wir immer wieder bei Thermoblocks sehen, gerade bei den günstigeren. Es ist nun ja aber auch so, dass wir in Zweigreisern Vibrationspumpen verbaut haben. Da ist das Prinzip ja anders. Da können wir den Druck umregulieren. Genau. Wir haben ein sogenanntes Expansionsventil. Das liegt direkt nach der Pumpe und dieses Ventil regelt uns, ab welchem Druckbereich, das ist über eine Schraube eingestellt, löst es einen Überdruck aus und das zu viele Wasser, also der zu viele Druck, läuft über einen Schlauch meist entweder zurück in den Wassertank, oftmals bei Thermoblocks mit Expansionsventil, gibt es auch, oder es läuft direkt hinter die Pumpe wieder und geht wieder in den Kreislauf rein. Das ist so die Funktionsweise. Der große Unterschied da dabei ist, in dem Moment kann ich einen fixierten Brühdruck haben, der nicht darüber geht. Das heißt, oftmals bei Zweikreisern mit Vibrationspumpe ist das so bei 9, 9,5 Bar eingestellt. Das ist Pumpenmesswert, das bedeutet noch nicht, dass wir das effektiv auf der Brühgruppe haben. Und alles, was zu viel ist, wenn wir sehr fein malen und eigentlich weit über diese 9 Bar kommen würden, läuft das wieder zurück, entweder eben in den Wassertank oder es läuft hinter die Pumpe und läuft dann direkt wieder in den Kreislauf. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum bei Vibrationspumpen, gerade auch im günstigeren Thermoblock-Bereich, immer wieder die Situation auftaucht, dass man zu fein ist und in diesem zu fein dann der Druck auf 12, 13 Bar geht. Dort aber ein Verdichtungsmoment durch den zu hohen Druck stattfindet, der eigentlich verhindert, dass das Wasser noch abfließt. Vielleicht würde es bei 8, 9 Bar noch durchgleiten und wenn er jetzt reguliert werden würde über ein Expansionsventil, dann würde das Ganze funktionieren. In diesem hohen Bereich führt das aber manchmal dazu, dass wir so wie eine sich aufstapelnde Reaktion haben und dann der gleiche oder ähnliche Mahlgrad dazu führt, dass das Wasser eben nicht mehr abläuft. Das macht das Einstellen der Mühle zum Teil viel schwieriger bei diesen Modellen, denn man hat wirklich diesen Stapeleffekt, der dann eben verhindert, dass dann eine saubere Extraktion stattfindet. Ganz anders eben bei solchen Modellen mit Expansionsventil, die man im Übrigen auch reinigen kann und die man auch reinigen muss. Nicht reinigen kann man solche Modelle ohne Expansionsventil. Warum ist das so? Wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt direkt von der Pumpe über meistens ein Zwei-Wege-Ventil direkt auf den Thermoblock und dann kommt es auf euren Siebträger. Das heißt, ich habe keinen Weg, der zurückführt. Jetzt habe ich ein Problem bei dieser Pumpe, nämlich sie kühlt durch den Durchfluss des kalten Wassers. Jetzt, wenn ich bei dieser Maschine, wenn ich kein Expansionsventil habe, einen Blindsieb einspannen würde und einfach mal draufdrücken, dann kommt die volle Leistung dieser Pumpe auf dieses Blindsieb und wenn ihr Pech habt, nach 10 Sekunden, wenn ihr Glück habt, nach 20 Sekunden ist die Pumpe futsch. Jetzt gehen wir mit vollem Druck drauf, die Pumpe ist futsch. Muss ich denn diese überhaupt reinigen? In dem Moment haben wir den riesigen Vorteil eines Thermoblocks, jetzt ohne Expansionsventil und ohne irgendeinen Ablauf in die Tropfschale, dass gar kein Wasser in diesen Rückkreislauf reinkommt. Bei der Faema-Brühgruppe kennt man das sehr gut oder sieht man bei jeder Extraktion, dass dann hier unten einmal Wasser durchläuft und das müssen wir reinigen, weil da ist Kaffeefett gelöst. Dieses Problem haben wir bei diesen Geräten zumeist nicht, weil dann spart man sich dieses Expansionsventil und baut einfach diese kleine Schraube mit dieser Feder ein und jedes Mal, wenn ich eine Brühung mache, dann drückt diese Schraube bzw. diese Feder nach unten, das Wasser kommt raus und in dem Moment, wo ihr wieder stoppt, macht diese Feder wieder zu. Das heißt, ich habe niemals einen Bereich, wo mir Kaffeewasser oder einfach
Wasser, wo Fett und Kaffee gelöst ist, in diesen Bereich zurückkommt. Und in dem Moment leert es bei den meisten Maschinen den Thermoblock so um die Hälfte des Wassers zieht es wieder zurück. Und bei der nächsten Brühung habe ich dann auch schon wieder frisches Wasser, was durch den Thermoblock läuft. Also zusammenfassend, was zeichnet die Vibrationspumpe aus? Sie hat ihren eigentümlichen Sound. Dann gibt es sie in der Verbauung mit und ohne Expansionsventil. Wenn mit, dann ist vieles eigentlich recht förderlich, auch für die Extraktion. Man hat einen langsamen Extraktionsaufbau, bis man dann bei 9 Bar ist. Man hat eine Anfeuchtung und das ist im Prinzip AnfängerInnen freundlich und unterstützt eigentlich eine gleichmäßige Extraktion und kompensiert auch vielleicht den ein oder anderen Vorbereitungsfehler. Dann haben wir das Modell ohne, da geht relativ viel Druck oder da geht der ganze Druck direkt auf den Kuchen und äußert sich an der Stelle, je nachdem wie viel Gegendruck da ist, könnt und dürft ihr nicht mit Blindsieb reinigen, müsst ihr aber auch nicht, sehr praktisch. Schaut euch das genau an bei eurer Maschine, ob es einen Rücklauf gibt, ob es dann ein Expansionsventil gibt, damit ihr nicht durch, ja, Fehlreinigung eure Maschine überreinigt. Abschließend noch die Langlebigkeit der Vibrationspumpe. So im Schnitt sagt man, sie hält sich ja mal 5-6 Jahre, dass man sie so nach dem zweiten, dritten Service eurer Maschine dann mal ersetzen muss. Nimmt einen Leistungsabbau oder funktioniert dann einfach nicht mehr. Die ist langlebig in dem Bereich, aber jetzt auch nicht 10 Jahre oder länger. Ihr merkt das aber auch, wenn der Druck eben sich nicht mehr so aufbaut und dann ist es sicherlich mal gut, da einen Blick zu werfen. Kommen wir zur Rotationspumpe hier als zweites, die da in der Mitte liegt. Eher bei den teureren Modellen verbaut. Einfacher als eine Vibrationspumpe, die in der Regel nicht ans Festwasser angeschlossen wird, auch ans Festwasser zu bauen. Und nochmal zur Erinnerung, wie sich's anhört. Es ist viel leiser und es ist so ein Schnurren. Ich finde, es gibt so einen schönen Ton bei der Brühung. Was man da von der Funktionsweise auf jeden Fall sagen muss, ist, wir haben eine ganz andere Leistung. Weil wenn ihr euch vorstellt, nur dieses Teil, das ist nur der Pumpenkopf, das ist noch nicht der Motor. Den Motor sieht man wunderbar hier in unserer den Motor der Maschine sieht man wunderbar in unserer aufgemachten Rocket Giotto. Das ist jetzt für kleine Maschinen wird oftmals eine 50 oder 100 Liter Rotationspumpe verwendet. Die leistet schon sehr, sehr viel. Bei Gastromaschinen sind wir eher 150 bis 200 Liter Pumpen dran, denn die dann nochmal mehr leisten. Und von der Funktionsweise haben wir da wie ein Schaufelrad eigentlich im Innern mit einem Hohlraum nach unten, wo jedes Mal, wenn dieses Schaufelrad dreht, geht diese eine Schaufel, die dann bei dieser Position ist, sind immer vier, die drin sind, geht ein bisschen nach außen und transportiert mir das Wasser nach vorne. Und durch diesen extremen Elektromotor haben wir unheimlich viel Leistung und kommen sofort auf diese 9 Bar, beziehungsweise diesen Druck, den wir eingestellt haben. Das machen wir über diese Schraube hier beim Eingang der Pumpe. Das bedeutet aber natürlich auch, du kommst mit einer vollen Leistung direkt auf den Kaffeekuchen. Kann man das auch regulieren in irgendeiner Art und Weise? Ja und nein. Es gibt Versuche, es gibt auch schon Maschinen, wo das getestet wurde, wo man diesen Elektromotor steuern kann, ist aber nicht die klassische Bauweise einer Rotationspumpe. Das heißt, die baut den Druck auf. Ich könnte da mit der Leistung, die ich auf den Motor gebe, auch den Druckaufbau steuern. Man hat dann eher bei solchen Maschinen oftmals irgendein Pedal oder so. Lelit Bianca. Genau, das ist aber eine Flow-Regelung und keine Druckregelung, wie man sich das vorstellt an der Pumpe. Das bedeutet, man steuert oder reguliert den Durchfluss des Wassers. Die Pumpe liefert diese 9 Bar, darauf ist sie dann mehr oder weniger eingestellt und dahinter ist dann irgendwo ein Ventilchen, das lässt mehr oder weniger Wasser durch. Das äußert sich dann natürlich auch als Druck hier auf dem Kuchen, aber wir können dann eigentlich eher von 3, 4, 5 Milliliter pro Einheit, Sekunde, pro Sekunde sprechen, die dann eben durchfließen und eben sprechen dann nicht klassischerweise von der Druckregulierung. Genau, nicht an der Pumpe. Nicht an der Pumpe, ja. Natürlich dann auf dem Kuchen. Was man auf jeden Fall auch noch sagen kann oder was man oftmals sieht, sind diese Manometer geben mir einen Druck an. Mal angenommen, ich habe hier 9 Bar eingestellt, heißt das noch lange nicht, dass ich genau mit 9 Bar brühe. Ich habe mir
die Zeit genommen und habe einfach mal unsere ganzen Gastromaschinen durchgecheckt und habe bei jeder auf der Gegenseite gemessen. Ich habe ja einen Manometer bei jeder Maschine, das mir anzeigt, irgendwo sind die meisten so bei 9 bis 10 Bar jetzt von unseren Gastromaschinen. Und ich war oftmals dann so knapp ein Bar weniger auf der Brühgruppe, bis es dann vorne ankommt. Ein Beispiel kann ich euch nennen, die Ranchillo Specialty zum Beispiel war so bei 9,8 Bar auf dem Manometer angezeigt und ich hatte 8,9 Bar effektiv auf dem Siebträger. Das bedeutet aber, dass da irgendwo auch eine Art von Abfluss stattfindet, ja. Ja. Beziehungsweise von Druckverlust oder eben, dass das Manometer anders kalibriert ist. Ja, oder dass der Messpunkt auf jeden Fall auf einer anderen Position ist und da ein Verlust zwischen der Pumpe bei der Specialty dann durch diesen Zweikreiser, hat ja eigentlich einen Zweikreiser nachher nochmal mit einem Multiboiler nochmal oben drauf und da habe ich irgendwo einen Verlust. Was noch erschwerend hinzukommt, ist, selbst wenn ihr eine extrem leistungsfähige Rotationspumpe habt und mehrere Gruppen, richtig, dann habt ihr immer wieder einen Druckverlust. Das heißt, mal angenommen, ihr fangt an zu brühen auf Gruppe 1 und startet da mit den 8,9 Bar. Ja, in dem Moment, wo die zweite Gruppe dazukommt, nimmt der Druck ab und ihr brüht mit vielleicht nochmal 0,4 weniger. Und wenn die dritte dann dazukommt, dann nochmal. Und also das ist tatsächlich wirklich spürbar, erlebbar immer wieder auch. Also ich habe da ein Beispiel, ich kenne ein Beispiel einer viergruppigen Maschine, die deswegen eigentlich eine sehr gute Maschine im Prinzip mit einem Shot, aber mit vier nebeneinander, lief sie einfach nicht regelmäßig. Das kann man lösen, indem man mehrere Pumpen verbaut. Genau. Und das geht sowohl im Rotationspumpenbereich natürlich als auch im Vibrationspumpenbereich, auch als dann im Bereich der Zahnradpumpe. Also ist auf jeden Fall möglich. Letztes Stichwort, bevor wir weitergehen. Langlebigkeit, Michel. Langlebigkeit der Pumpe, die ist fast nicht tot zu kriegen. Also ich habe mit verschiedensten Technikern gesprochen und die sagen alle eigentlich, das ist so eines der Teile, was sehr lange hält, sicher 10 Jahre und mehr, außer es ist irgendmal was, das kommt auch vor, aber sicher langlebiger als eine Vibrationspumpe, vor allem im Home-Bereich. Gastronomisch ist nochmal eine andere Leistungsfähigkeit, die man berücksichtigen muss. Und da ist natürlich nochmal den Unterschied, den Benjamin schon gesagt hat, die Möglichkeit bei der Rotationspumpe, dass man sie ans Festwasser anschließen kann. Relativ einfach, baut den Druck auf und hat auch diese Leistung dann. Das heißt, wir brauchen bei vielen auch keinen Außendruck, aber die kann auch natürlich mit einem Außendruck, also mit einem Leitungsdruck umgehen. Hängt auch wieder ein bisschen ab von der Maschine und der Pumpe an sich. Bei manchen muss man noch einen Flowjet anschließen, um einen konstanten Eingangsdruck schon abzuliefern, wenn man sie nicht im Festwasser hat. Spielt vor allem da eine Rolle, wenn man sie zum Beispiel für Caterings und so weiter nutzen möchte. Kostenpunkt ist plus 200 Euro. Ja. Bei der Pumpe, also ist schon eher auf der teureren Seite und dann auch ein gewichtigeres Ding und macht dann auch klar, warum zum Beispiel eine Espressomaschine im Zweikreiserbereich mit Rotationspumpe dann immer noch mal eben 200, 300, 400 Euro oder Franken mehr kostet. Als letztes hast du noch eine ein bisschen besondere Pumpe mitgebracht, die nicht so oft verbaut ist, ja. Aber eben doch. Also wir finden sie in der Strada AV, wir finden sie in der Cimbali M100. Mhm. Eine Zahnradpumpe. Was macht die Zahnradpumpe aus und wie ist da das Extensionsprinzip? Mega spannend bei der Zahnradpumpe ist das Prinzip, wie sie funktioniert, beziehungsweise dass ich die Möglichkeit habe, ein effektives Druckprofil zu erzeugen. Das heißt, ich kann dieser Pumpe sagen, ich hätte gerne 1 Bar, 2 Bar, 3 Bar bei den ersten 3-4 Sekunden und dann gehe ich hoch auf 9, 10, das für irgendwo 20 Sekunden und dann gehe ich wieder langsam runter für den Schluss der Extraktion auf 5 Bar. Oder ich mache was ganz Wildes und gehe am Anfang irgendwie auf 10 hoch und ich kann das einfach selber entscheiden. Die Funktionsweise dieser Pumpe ist, dass wir zwei Zahnräder haben, die ineinander greifen. Eine sogenannte innenliegende Zahnradpumpe. Das heißt, es transportiert mir das Wasser außen rum. Und ich kann durch diese Drehung, diese Zahnräder steuern, welchen Druck, das ich effektiv haben möchte, auf der Brühgruppe. Funktionsweise, wie es zum Beispiel in einer M100 ist, heißt das aber auch, ich habe für jede einzelne Brühgruppe eine Pumpe. Damit ich dann eben auf jeder einzelnen Brühgruppe auch den Druck individuell steuern kann. Ja.
weil nur so ist das tatsächlich möglich, weil wir wollen ja nicht immer alles gleichgeschaltet brühen, sondern individuell starten können. Und dann gibt es mir viele Möglichkeiten, damit herumzuspielen und das eben zu beschleunigen oder runterzufahren, beziehungsweise den Druck zu variieren und zum Beispiel eben genau das, was hier auch passiert, einen sanfteren Start und dann einen stärkeren Druckaufbau zu simulieren und eben quasi nachzubauen. Absolut. Und was man hier noch sagen kann, das Beispiel, was jetzt hier liegt, ist eher die Größe bei einer Gastromaschine. Es gibt auch im Home-Bereich mittlerweile Zahnradpumpen, die verbaut werden. Zum Beispiel VBM hat mit dem jetzt gerade angefangen oder macht das immer wie mehr. Da kann man dann wirklich dieses Druckprofil steuern und auch programmieren und genauso brühen, wie man das programmiert hat. Kostet eine Menge mehr. Ja, ist schnell bei 250 und mehr Euro, je nachdem welche Größe. Das ist auch bei den anderen Pumpen so, dass die halt teuer werden, wenn sie mehr Liter Wasser leisten sollen. Das war unser Schnelldurchlauf zum Thema Pumpen. Und weil es so schön war, hören wir nochmal hin. Die Vibrationspumpe. Die Rotationspumpe. Und die Zahnradpumpe. Macht's gut, viele Grüße von den Kaffeemachern. Tschüss und bis bald.